Liebe Freunde des Kochens mit Wildfleisch, ich bin Norbert Wanker und begrüße euch in unserer Küche. Als Vorsitzender des Jägervereins Neustadt an der Aisch ist es mir eine ganz besondere Freude, euch heute ein neues Gericht präsentieren zu dürfen. Dazu habe ich mir meine Tochter Simone Fasel dazugeholt, die mich beim Kochen tatkräftig unterstützt. Und heute möchten wir für euch Rehfilet mit betrunkenen Rosinen zubereiten. Viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen und wenn ihr fertig seid, guten Appetit. Und weil Kochen ja auch was mit Genuss zu tun hat, nicht nur später beim Essen, sondern schon auch beim Machen, denke ich, Simone, könnten wir uns mal ein gutes Glas Rotwein zum Kochen gönnen. Sehr gute Idee. Bitte schön. Dankeschön. Hier haben wir unseren Rehrücken. Aus dem schneiden wir jetzt das Filet. Wie ihr seht, habe ich beim Zerwürgen des Rehs schon mal die ganzen Häute, die auf dem Rücken drauf sind, entfernt. Sogenannt pariert. Jetzt geht es darum, den Rücken auszulösen. Also das Filet, das hier im Rückgrat und an den Rippen noch dran ist, auszulösen. Dazu bitte ein scharfes Messer verwenden und einmal hier oben an den sogenannten Dornfortsätzen entlang schneiden und dann das Messer kippen, ein bisschen ziehen dabei und dann sieht man, wie hier das Fleisch von den Rippen abgeht. Besonders leicht geht es dann, wenn der Rücken noch ein bisschen gefroren ist. Dann löst sich das nämlich wesentlich leichter noch von den Rippen ab. Keine Angst, wenn da noch was dran ist, das die Knochen und das Fleisch, das dran ist, kann man tatsächlich auch dann zum Herstellen eines Wildfonds verwenden. Allerdings bedarf das sehr viel Arbeit und es dauert auch sehr lange. So, und jetzt haben wir hier ein wunderschönes Stück Filet liegen, das wir später zubereiten werden. Unser Rezept findet ihr wieder auf der Website des Jägervereins Neustadt Aisch. Ich beginne jetzt mit dem Salat. Dafür Karotten und Äpfel hobeln und danach zusammen in eine Schüssel geben. Für den Salat, den du jetzt schon so wunderbar geraspelt hast, brauchen wir noch ungefähr 50 Gramm Sonnenblumenkerne. Und die röste ich jetzt mal ohne das Öl oder Fett in der Pfanne einfach an. Und ich freue mich einfach, dass wir zusammen jetzt hier mal kochen können. Das finde ich so eine tolle Sache, weil es einfach so auch Familie ist. Ja, und nicht nur das ist Familie, sich einfach mal Zeit nehmen füreinander und gemeinsam Zeit verbringen. Zum Beispiel beim Kochen oder anschließend dann einfach beim Essen. Während die Sonnenblumenkerne rösten, kann ich einfach mit dem Salat schon mal weitermachen. Ich würde 4 Esslöffel Olivenöl, 5 Zitronensaft und saure Sahne. So, und jetzt sind die Sonnenblumenkerne schön angeröstet. Das geht am Schluss ziemlich schnell. Ein bisschen aufpassen, sonst sind sie brikett und dann sind sie zu heftig. Man sieht es auch schon, die gehen jetzt in der Pfanne noch hinterher. Und jetzt gehen wir die vorsichtig damit rein und mischt das alles mal richtig schön durch. Danke. Simone, für die Soße haben wir Rosinen in Gin eingelegt, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Je länger, umso betrunkener werden die Dinger nämlich. Die Stücken sieben wir jetzt bitte ab. Den Gin natürlich aufheben. Warte mich, Herr Till.
dann kannst du die Rosinen schon mal bitte mit dem Messer fein hacken. Den Gin geben wir schon mal in den Topf, wo wir die Soße dann drin machen. Für die Soße den Gin, dann etwa 50 ml Wildfond. Den kann man jetzt auch gut kaufen. Das ist nichts Schlechtes, wenn man den nicht selber gemacht hat. Dann kommt noch in den Topf die Schlagsahne. Und das erhitzen wir jetzt mal ganz kurz. Ja, und der Jagdhund natürlich auch immer dabei. Nicht nur, wenn es gejagt wird, sondern auch wenn es gekocht wird. Ist halt einfach so. Die sind ein Teil unserer Familie. Genauso wie die Familienhunde. Und die leben bei uns, sie sind bei uns. Und sie sind halt auch im Showkochvideo mit drauf. Genau. Also, nachdem es jetzt so langsam anfängt, schon leichte Blasen da drin zu ziehen, können wir jetzt die Rosinen dazugeben. Und eingelegte grüne Pfefferkörner. Vorsichtig. Ganz vorsichtig sein. Ich habe es schon mal probiert mit einem ganzen Teelöffel, war zu scharf. Also ich nehme jetzt wirklich nur so einen kleinen. Deswegen, ja, zwei, drei genug, kann bei der Soße komplett auf Pfeffer verzichtet werden. Und jetzt lassen wir das einmal kurz aufkochen und dann drehen wir die Temperatur wieder runter, dass es ein bisschen eindickt. Das Filet wird jetzt einfach rechts und links auf beiden Seiten ganz kurz nur angebraten. Vorher wird sich das einfach mit grobem Salz auf beiden Seiten. So. Das restliche Salz ein bisschen mitnehmen. Die Pfanne ist jetzt heiß und jetzt machen wir nichts anderes als das Filet scharf anbraten auf beiden Seiten, dann die Temperatur etwas runternehmen. Das Filet darf gerne in der Mitte noch einen leichten Garpunkt haben, das heißt, es darf noch leicht rosa sein, das macht überhaupt nichts aus. Garpunkt, Temperatur bei Wild etwa 75 Grad, perfekt. Und wie ist denn das jetzt, wenn ich Wild kaufe beim Jäger und ich bekomme das und ich friere das ein? Wie lange kann ich das in der Gefriertruhe lassen, ohne mir da jetzt Gedanken zu machen? Also wenn Wild tatsächlich einvakuumiert ist, so wie es die meisten Jäger machen, die ich kenne, die ihr Wild verkaufen, besteht überhaupt keine Gefahr drin, wenn das Wild ein Jahr, sogar eineinhalb Jahre lang in der Gefriertruhe ist. Das ist kein Wertverlust. Im Gegenteil, es reift ja noch nach. Aber warum kann ich das beim Wild machen und warum ist beim Schweinefleisch das so begrenzt im Fall, bis es wieder aufkommen muss? Weil im Wild kein Fett im Fleisch eingelagert ist, sondern das Wild, das Reh, zum Beispiel den Wintervorrat an Fett ja an den Nieren einlagert und es nicht im Fleisch mit drin ist, sondern tatsächlich extern gelagert wird. Deswegen ist es auch so ein wunderbar zartes Fleisch. Ich muss jetzt mal umdrehen. Zur Geschmacksverfeinerung hat mir mal ein Koch erklärt, dann, wenn das Fleisch soweit fertig ist, einfach noch ein Stück Butter dazugeben. Das macht einfach nochmal. Mir hat er was Lichter gesagt, der erste ein
Butter und wiegen, der könnte Butter auch einfach verschwinden lassen. Solange das Fleisch jetzt noch einen Moment braucht, schneide ich einfach so ein paar Cherry-Tomaten als Deko. Wie toll das jetzt aussieht, das Fleisch. Ich bin wirklich gespannt, wie gut du da jetzt den Garpunkt getroffen hast. Das ist tatsächlich auch jedes Mal die größte Überraschung. Zu viel, zu wenig, aber wir stehen es zusammen durch. Wir probieren es jetzt, wir schneiden einfach jetzt mal an. Jawohl. Ich würde sagen, es ist durchaus ausgezeichnet geworden. Ja, dann können wir das anrichten. Wir schneiden das einfach so in schöne, dünne Streifen. Tut mir so. Schön dahin. Auch noch. Sehr schön. Und dann machst du bitte so ein bisschen so ein Spiegel mit der Soße außen drum. Perfekt. Und zum Schluss die Deko. Und nachdem wir ja im Wald sind, oder machen wir noch bisschen Grünes mit drauf, so fränkisch Wegerl. Guten Appetit! Guten Appetit!